Jo, liebe Freunde, willkommen zu einem weiteren Part von Hyrule Warriors Zeit der Verheerung, das Story-DLC Wächter der Erinnerung. Wir haben im letzten Part die Missionssuche im Wald von Hyrule abgeschlossen, mit Teba und mit Revali, und haben auch den Sohn, den Dulin, von Teba gerettet. Sehr knapp, aber wir haben es auf jeden Fall geschafft. Ich würde jetzt sagen, wir machen jetzt die Mission Rückzug der Jägerbande. Wir haben diese Mission haben wir, bevor wir die bekommen haben. Prinzessin und König. Ich habe auch ein bisschen Koga ein bisschen trainiert, seine Waffe verstärkt und alles, dass der ein bisschen stärker ist. Und ich sage, wir gehen auch direkt in die Mission rein. Bin auch gespannt, was jetzt hier passieren wird. Angesichts der Gegenoffensive der Helfer aus der Zukunft und der Truppen Hyrules verriet der Seher die Jägerbande und opferte ihre Mitglieder, um die Macht der Verheerung noch weiter zu steigern. Verraten durch den Seher und der bevorstehenden Vernichtung der Jägerbande gewiss, konnten Koga und Supa nur um Haaresbreite dem Tode entkommen. Die beiden flohen, aber die Schergen des Sehers waren ihnen auf den Fersen. Unter ihnen jene schrecklichen Gestalten, die auch die Recken drangsalierten. Welchen Ausgang würde dieser Kampf auf Leben und Tod wohl nehmen? Ah, okay, das heißt, das spielt dann, nachdem man im Hauptspiel betrogen wird. Okay, das ist interessant. Wir wissen ja nicht, was mit denen passiert ist. Wir wissen ja nur, dass Koga sich dann den Truppen von Hyrule anschließt. Und wir wissen aber nicht, was mit Suba passiert. Das ist natürlich jetzt dann die Frage, was dann hier passieren wird mit Suba. Ich denke mal, wir werden das wahrscheinlich in diesem Ding erfahren, in dieser Episode. So. Ja, genau. Aber ich finde das interessant irgendwie, dass die diesen Charakteren so eine Episode widmen. Ah, okay, wir haben auch noch ein paar Leute mit uns dabei. Es sind anscheinend nicht alle von unseren Männern draufgegangen. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Nice. Der Angriff ist aber richtig gut. Lichtstrahl. Hä? Erstmal. Also teilweise ist das einfach nur übersteuert. So. Okay, wir haben hier auf jeden Fall auch noch ein paar Heilsachen. Okay, wir können nur weit, wenn wir die hier alle killen. Okay. Aber interessantes Konzept von der Mission auf jeden Fall. So. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott. Okay, das Problem ist halt, unsere Männer sind ja alle angeschlagen. Okay. Durchbrechen, durchbrechen, durchbrechen. Das Problem ist halt, meine ganzen Fähigkeiten sind mit Koga nicht so Also ich habe den nicht viel abgegradet, das ist das Problem. Okay, perfekt. Ist das Eis gegen den effektiv? Nee. Ich glaube, Feuer ist gegen den effektiv, glaube ich. Aber ich finde das irgendwie interessant, dass dieser Aster und diese Verheerung so sicherstellen wollen, dass die draufgehen, die beiden. Also Koga und Suba. Das ist schon interessant auf jeden Fall. Okay, da sind noch unsere Offiziere mit dabei. Super! Wieso bist du so lahm? Okay, ist interessant auf jeden Fall. Wir müssen da einfach nur durchstratzen, glaube ich. Als ob der so schweben kann. Das ist auch die Mission, ja, da waren wir auch im Hauptspiel mit, nachdem man vom Institut, glaube ich, zurückkommt, wo die zwei riesige Ivaroks uns aufgehalten haben. Hey, was ist das? Hä? Okay, reden wir mal weiter. Der Angriff ist sehr stark, tatsächlich. Okay, weiterlaufen, weiterlaufen.
Essen? Was bringt das? Hä? Ach, ich kann meine Sachen dann aufladen. Oh Gott. Machen wir mal die Ulti wieder. Was ist denn eigentlich? Okay, Es dürfen unsere Männer draufgehen, bis auf Suba und ich. Aber den müssen wir auf jeden Fall besiegen. Suba ist auf jeden Fall noch hier. Ja, wir müssen die halt irgendwie aufhalten hier. So, perfekt. Okay. Ja, ich kann denen halt nicht allen helfen hier. Das ist das Problem. Ich kann denen nicht allen helfen. Boah, diese Zorn-Gegner sind halt auch immer richtig stark. Achso, ich habe ja keinen Schickerstein mit dem, stimmt. Okay, aber Blitz ist gegen die effektiv. Ja, ich check die Moves von dem teilweise aber auch nicht ganz. Der Jägeroffizier ist kampfunfähig, oh Scheiße. Oh, perfekt ausgewichen, nice. Okay, jetzt können wir auch wieder weiter. Puha. Oh, die Mission ist krass. Super! Oh mein Gott. Die opfern sich jetzt alle, dass wir überleben. Obwohl die böse sind, tun die einem auch irgendwie schon leid, diese Jägers. Oh, dieser Suba ist, glaube ich, auch schon angeschlagen. Die Stimme von dem hört sich nicht gut an. Ja, die wollen alle diesen Koga beschützen. Was ist das? Ist das eine Falle oder was ist das? Ah, du kannst einen Schickerstein benutzen. Hä? Okay. Okay, da ist unser Jäger auf. Okay, die sind alle schon so richtig down. Okay. Oh mein Gott. Aber es ist ein interessantes Konzept von einer Mission. Wir bekommen auch sehr viel Heal tatsächlich. Lichtstrahl. Ah, Alter. Was ist das für eine Angriff? Was ist das für ein Angriff? Okay, blocken. Hä? Alter Koga, was geht mit dir ab? Der hat aber auch coole Moves drauf, tatsächlich. Da merkt man aber, dass diese ganzen Monster wirklich nur darum ausgelegt sind, dass die Verheerung zurückkommt. Weil wir wissen ja, dass die eigentlich die Verbündeten waren von denen, aber jetzt sind die halt auch gegen uns. Aber die Mission erklärt dann auch gut, warum dieser Koga sich dann den Hyrule-Truppen anschließt. Ich denke mal, dass dieser Suba in der Mission hier auch sterben wird, denke ich mal. Also das Phantome, jetzt kommen die auch noch. Ja. Oh, das sind zwei Phantome. Wo sind die hin? Ah, hier. Durchbrech den Scheiß. Oh, einer ist down. Ne, zwei sind down. Kann ich Suba auch spielen? Ne, ich kann nur Koga spielen. Einfrieren. Jetzt kommt noch ein Fluch, oder was? Ey, das ist doch wirklich... Also... Okay, der eine Fluch kommt aber eh zu uns. Ja, danke dir, meine... Ding verstärkt. Meine Äpfel, meine Heilung. Oh Gott.
Hey, wo bin ich? Okay, Lichtstrahl. Yes. Einfrieren. Ach, jetzt ist er nicht gestorben. Nein, ich will den Moblin anvisieren. Hallo. Okay, der ist down. Boah, das ist dieser Link-Fluch. So, und tschüss. Da war noch irgendwo ein Pyromagus. So, du wirst einmal vereist hier. Komm, zerbrech das. Ja, perfekt. Jetzt bekommen wir wieder Feuerfähigkeiten, oder? Oder ist nochmal so ein Moblin? Yes, Feuer. Das ging denn effektiv? Okay, perfekt. Oh, der macht schon viel Exekutionsschaden, der Kroger. Wo ist dieser eine Fluch jetzt? Ah, der ist hier. Ja, der kämpft gegen den Jägeroffizier da. Ja, genau. Genau. Ey, das ist doch ein Witz, oder? Wie viele Gegner kommen hier noch? Wo ist dieser Fluch? Ah, der ist hier. Das ist dieser Link auch wieder. Ja, ich muss hier ganz schnell weg. Ja, das ist doch wirklich eine Kacke hier. Boah. Na, wo ist dieser eine Fluch hin? Der ist irgendwo da in der Ecke oder so. Na, hier ist er. Aber man bekommt viel Heal. Jetzt geh mal sterben, du verdammter Fluch, Alter. So. Gib dich mit Zubat zum Ziel. Ich denke mal, dass diese... Obwohl, Ey, das ist doch... Ein Leune, yo! Ach, das ist doch... Eine Verarschung. Das trifft ihn aber nicht, oder? Ah, oh, er hat ihn getroffen. Check. Ey, das ist ja wirklich nur ein Massaker, diese Mission. Okay. Aber wir haben es nicht mehr so weit, glaube ich. Laufen, 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 laufen. Essen. Ah, perfekt. Okay. Ich esse mal kurz was. Oh nein, weg, 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 weg. Das ist noch ein silberner Leune. Ein silberner Moblin, meine ich. Das trifft den leider nicht. Ja, wir müssen fliehen. So leicht gesagt, Alter. Was sind das für Missionen, Alter? Okay, perfekt. Schau dich das an. Ich glaube, man muss sich tatsächlich um den kümmern hier. Alles rausballern hier. Alter, schau ich das an. Oh mein Gott. Alter, was ist das hier? Oh mein Gott. Boah, ich muss da durch.
Bitte, was ist das für ein Massaker hier, Leute? Oder muss ich gegen den kämpfen? Ich glaube schon, oder? Okay. Der muss halt schnell sterben hier. Lichtstrahl. Oh, das ist ein guter Brecher. Boah. So, und weg mit dem. Ist das jetzt hier weiter offen oder nicht? Aber der eine ist auch hier fast down. Ich versuche halt, die noch ein bisschen aufzuhalten hier. Der ist nämlich auch fast tot hier. Okay, der ist auch dead. Okay. Wir müssen halt ein bisschen welche aufhalten, glaube ich. Gut, gehen wir mal weiter. Das ist ja schlimm, diese Mission. Ein Polarpyromagus wurde gesichtet. Ich habe halt nichts, was gegen ihn effektiv ist. Ich glaube, den holen wir uns aber noch, dass ich dieses Eis bekomme, weil ich habe kein Eis mehr. Yes. Ja, ich hab's gewusst. Diese Flüche kommen auch. Ach du Scheiße, jetzt wird's nochmal richtig krass. Begib dich zum Ziel. Okay, wir müssen da nach unten. Vermeide einen Kampf. Ja, wir können die ja alle nicht aufhalten. Das geht gar nicht. So, was muss ich jetzt hier machen? Yeah, oh, was ist das, Leute? Was ist das? Ah, oh, ich muss beide besiegen wahrscheinlich jetzt, oder? Ja. Alter, willst du mich verarschen? Aber das ist gegen den effektiv. Ey, das ist doch... Vor allem, die haben so viel Leben, auch beide. Aber den kann ich gut kontern, den einen hier. Ich treffe ihn nicht. Oh mein Gott. Okay. Das ist in der Tat keine geile Mission. Oh, perfekt ausgewichen. Den müssen wir halt schnell besiegen. Wir stellen uns aber gar nicht so schlecht an gegen den gerade. Oh, Lichtstrahl. Ganons Windfluch greift an. Ich muss aber zuerst den töten. Okay, der ist aber fast dead. Okay, der wird jetzt wütend. Der, das macht er wie im Hauptspiel. Also wie im Breath of the Wild. Alter, was ist das für eine kranke Scheiße hier? Ja, stirb, du Scheißverräter. So, ich mach meine Ulti mal gegen den, dass da mal einer weg ist von denen. Als ob das nur so wenig Damage macht. Geh sterben! Okay, Windfluch, der Ding ist dead. Okay, da kommt der Donnerfluch, der Wasserfluch. Da kommt er. Wir sind aber gegen den effektiv sogar, weil wir haben noch Blitz. Das ist sehr wichtig. Durchbrech das, Scheiße, ja. Okay. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das Design besser findet oder ob das alte. Weil ich finde die Flüche schon auch tatsächlich sehr geil aus. Okay. Ich breche und jawohl.
Ich hoffe halt nicht, dass wir da... Okay, das Sue wartet tatsächlich auch sehr lang durch. Uah. Ah, nee, der ist easy. Lichtstrahl. Boah, also der Angriff ist legendär. Der ist ja so dezent stark. Oh, perfekt ausgewichen. So, du kannst eh nichts, du Scheißding. Oh, was ist los? Ich denke mal, aber wir müssen wahrscheinlich noch gegen die anderen Flüche auch gewinnen. Ich hoffe aber irgendwie nicht. Oh, Alter, Leute, wir machen die Flüche gerade komplett. Haben wir überhaupt keine Chance, gerade die Dinger da. Stecke ich wieder in der Wand fest. Ah. Das war, glaube ich, noch rechtzeitig. Ja. Oh, wir haben ein geheimes Ding wieder abgeschlossen sogar. Wieso bin ich jetzt schon wieder betäubt? Oh mein Gott. Ah, du triffst mich nicht, du Scheißding. Ja, der tritt da überhaupt keinen Treffer rein, der Gegner hier. Aber. Okay, die Mission scheint vorbei zu sein. Ich kann nicht mehr angreifen. Oh nein, dieser Suba ist... Ein Debakel. Ich kann nicht weiter. Oh, scheiße. Suba! Ich wette mit der Leute, ich wette mit euch, der geht jetzt drauf, weil es wäre storymäßig das einzig Logische. Okay, besiege Ganons. Okay, man kann alle vier Flüche auch besiegen, krass. Okay, neue Waffen wieder für alle Charaktere. So, was passiert jetzt? Lasst mich zurück. Hör nicht auf mit dem Quatsch! Bitte. Ich hab Hunger. Was hat diese kleine Ratte? Kuga! Ein hübsches Nickerchen. Hier, was zu beißen. Iss. Ja. Aber dafür schuldest du mir was. Kapiert? Verflucht nochmal! Super! Meister Koga, ich bitte euch, rettet euer Leben. Ist damit meine Schuld beglichen? Boah, krass. Dieser Koga hat diesen Super geholfen, wenn er noch klein war. Krass. Boah, das war jetzt gerade... Ich hätte echt gerade... Also bei der Cutscene hatte ich gerade echt Gänsehaut, Leute. Also die Cutscene, die war verdammt gut. Aber dann spielt das jetzt anscheinend dann schon... Eine Gefahr hat sich verflüchtigt.
Es kommt doch irgendwie keine neuen Missionen mehr. Ist das jetzt die letzte Mission? Ich weiß es nicht. Aber das ist auf jeden Fall sehr deep. Das heißt, jetzt haben wir die Mission gespielt. Jetzt wissen wir auch, was nachdem Astor die Bedrohung hat, was dann passiert ist. Krass. Ja, aber ich würde sagen, das ist... Also die Cutscene ist jetzt gerade echt... Ich habe mir gerade echt Gänsehaut gehabt, Leute. Also das ist wirklich eine sehr, sehr gute Backstory bei den beiden. Deshalb ist auch dieser Suba den Koga so treu ergeben, weil ihn der damals das Leben gerettet hat, mehr oder weniger. Ja, Leute, ich würde sagen, im nächsten Part dann machen wir die Mission Prinzessin und König. Ich weiß nicht, ob das die letzte Mission ist, aber es scheint so zu sein. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's mit dem Part auf jeden Fall. Bis zum nächsten Mal, bleibt gespannt und ciao, ciao.